Dann lauf ihn doch mal hinterher hier. Hallo. Jetzt ist er ganz traurig. Weil er jetzt Witwer ist. Er hat seine große Liebe Leonie verloren. Tja, Arme. Wo läuft er eigentlich hin? Ach so, da hinten. Ich wusste, dass sowas mal passieren würde. Ich glaube, wir müssen ihn jemand Neues basteln. Drücke F4, um die Galerie zu öffnen. Kann man eigentlich währenddessen jemanden einziehen lassen? Ich meine, er kann ja jetzt nicht hier Alleinverdiener sein. Das wäre jetzt auch ein bisschen krass, oder? Pass auf, du gehst mal hier hin. So. Oh ja, der Arme, der ist sowas von traurig jetzt. Das kann ich absolut verstehen. Eieieiei. Wir werden im Tod vereint sein, Leonie. Wir werden es. Maps. Widerlich sein. So. Muss ich den hier reinstellen? In Welt platzieren. Ja. Würde ich gerne. Hallo? Wo hat er den jetzt platziert? Ach, bist du denn doof? Kann ich den rüberziehen? Ach, wie ging das denn jetzt nochmal, Mensch? Im Inventar platzieren. Immer noch hier hingehen. Kannst du nicht einmal das machen, was ich dir sage? In Welt platzieren. Zack. Das ist zwar... Ja, das ist okay. Zuckerschädel. Dingsbums. Geben. Hier. Bafna, huh? Oh, Wixom. Geklappt. Die respektvolle Geste von Jason wurde gewürdigt. Die Ahnen haben seinen Ruf erhört. Und ein Dia de los Muertos feiernden in die Nachbarschaft gesandt. Okay. Wir machen einfach nochmal eine Zuckergabe. Wir reden noch mal, was Stranger will, okay? Junge, wo bist du? Ja, ich weiß, dass du jetzt nicht gerade die beste Laune hast. Und dass du Hunger hast, das kommt auch noch oben drauf. Was war das denn mit den Geistern? Das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden. Ist auch doof, dass ich den hier nicht vernünftig hinstellen kann. Beim letzten Mal konnte ich das. Kinkuya. Ich habe gehört, dass es im Geheimlabor ein Krater außerhalb der Stadt geben soll. Ja, wenn ich da mal hinkommen würde. Ich komme ja nicht auf die Karte. Kudos. Für Missy's Album. Gepur. Chupasa Quor. Nivda. Favorim Lumish. Vobida. Tanoba. Bahar. Benarla. Klaviersonaten. Ja, du kannst ja mal so ein bisschen auf Musik machen. So, verbessern kann ich nicht. Ein Landspaket. Ja, machen wir das doch. Aber wir machen jetzt ein Thunfischpaket. So. Was ich aber gerne machen würde. Nee, ich will nicht die Galerie öffnen. Ich möchte gerne noch einen neuen Sim einfügen. Aber das kann ich jetzt, so wie es aussieht, im laufenden Spiel nicht machen. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gewollt bisher. Auch nicht bei Sims 3. Weil mir da noch keiner gestorben ist. Wir waren ein Liebespärchen. Sie ist meine verschiedene Ehe... verschiedene Ehegattin.
Wie Karriere arbeitslos? Sie war doch gar nicht arbeitslos. Hä? Leute, sie hat doch im Labor gearbeitet. Wollt ihr mich veräppeln? Es ist alles so traurig. Hat er das jetzt immer noch nicht weggemacht hier? Das solltest du doch beim letzten Mal schon machen. So, ich würde sagen, die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Ah, okay. Nisoda Saburano? Bomkaro Sambisi. Clam. Das können wir jetzt noch mal eben. Bonja, Dorma Sate, Fluf Gofa. Er ist immer noch traurig, der Arme. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Der ist jetzt am Schlafen. Wieso ist der hier am Schlafen? Das geht ja gar nicht. Er sollte sich doch nur ausheulen. So, dann geh erstmal auf Toilette. Du hast doch gerade was gegessen. Wieso hast du denn jetzt schon wieder Hunger? Erstmal auf Toilette, dann kannst du das Lunchpaket essen. Also ehrlich, der macht ja auch nichts sauber, ne? Hat das jetzt alles hier seine Freundin vorher gemacht? Was war das jetzt gerade? Ja, ich weiß, dass du traurig bist. Das tut mir auch alles so leid. Tja, Armer. Er sieht keinen Sinn mehr in seinem Leben. Aber essen kann er trotzdem noch. So, das kannst du aber auch aufräumen, ne? Damit das hier mal wieder ein bisschen sauberer ist. Stellt ihr das ernsthaft in den Kühlschrank jetzt, oder was? So, Hygiene. Du gehst jetzt erstmal eine Runde baden. Weil ich ja eigentlich mit dir jetzt noch in die Stadt gehen wollte. Wenn ich das dann mal hinkriege, hier aus der Karte rauszukommen. Eigener Betrieb? Du besitzt kein Geschäft? Ach, das ist ja geil. Ich kann eine Tierklinik oder einen Einzelhandel kaufen. Aha. Okay. Robster. Hä? Ach so, Kunstbandprüfer. Okay. So, er sollte noch 3 Bücher zu Ende lesen und Level 3 der Logikfähigkeit erreichen. Dann machen wir das doch mal. So, hier war doch noch irgendwas mit... Haben wir keine Logikbücher? Okay, Moment. Es ist nur übers Essen. Charisma. Renn ans Mikro. Sachbücher müsste das doch eigentlich drin sein. Ich finde keine Logikbücher. Wieso finde ich keine Logikbücher? Ach, weil immer dieser Mist hier dazwischen kommt und man nichts sehen kann. Das ist doch doof. Moment, Fähigkeit. Ach so. Fähigkeit. Angeln. Kleine Pinsel und du. Ja, okay, das müsste ich auf jeden Fall
Ich habe ja ein bisschen Geld, ne? Ich könnte ja eigentlich. Moment. Ach nee, das ist Archäologie. Okay. Charisma, Erziehung, Fitness, Geige, Geschicklichkeit. Sollte der jetzt Geschicklichkeit? Ich glaube, der sollte Geschicklichkeit. So, nehmen wir die mal alle. Nee, ich glaube, er sollte Logik haben, oder? Ich wollte sowieso beides haben. Also von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Moment, Klavier. Logik hier. Zack, zack. Und Logik 3. Das können wir uns nicht mehr leisten. Okay. Gut, machen wir das erstmal so. Gucken wir jetzt hier nochmal eben. Ja, er sollte Logikfähigkeit. Okay. Gut, dann lesen wir jetzt mal die Sache mit der Logik. Und zwar da. So, dann beeil ich mal ein bisschen. Ich weiß, ich weiß. Kann er denn auch mal folgen Domibsa. hier? Oh. So, hat die Logikfähigkeit erworben. Sehr schön. Der Spaß geht auch ein bisschen hoch. Das ist immer gut. Jetzt ist. Nein, du liest mir das jetzt zu Ende. Danach kannst du dich dann etwas hinlegen. So, du lernst es jetzt etwas schneller. Hallo, du sollst lernen. Ich glaube, Takt. Einführung? Achso, Einführung in die Vernunft. Ich habe gerade Vampire gelesen. So, dich lassen wir dann mal ein bisschen in Ruhe. Was? Ach, der hat sich für Geld auch noch was zu essen geholt. Hallo? Wir sind hier schon so dermaßen knapp. Merkst du noch was? Wo ist denn hier mit? Da hat er jetzt immer noch kein Foto von gemacht. Ein Foto der bizarren Pflanze wurde zum Inventar deines Sims hinzugefügt. So, dann schau sie dir nochmal an. Daran hat nämlich auch deine Frau gearbeitet. Sie wollte auch wissen, was das ist. Diese bizarre Pflanze besitzt einen ominösen Glanz, als ob sie von einer anderen Entität kontrolliert wird. Es sieht so aus, als würde darin etwas wachsen. Ja, du musst jetzt leider erst auf Toilette gehen. Es tut mir leid. Danach darfst du weiterlesen. Du kannst es auch mitnehmen. Ja, das ist kein Problem. Wie lange braucht er jetzt noch für das erste Level hier? Ich würde nämlich gerne mal was mit dem machen. Macht er denn jetzt? Du sollst nicht schlafen, du sollst lesen. Dann lassen wir ihn doch einfach ein bisschen in Ruhe, damit er sich etwas ausholen kann.